Wie gut ist die Extreme Hold und High Shine Pomade Heavy Made von Hans de Fuku? Kommen wir als erstes zur Verpackung. Das Produkt, der Tiegel, kommt wie immer bei Hans de Fuku in so einer Pappverpackung, was ich ganz nice finde. Der Tiegel an sich ist jetzt nicht der wertigste, ich habe es schon öfter erwähnt, aber ich habe schon günstigere Verpackungen gesehen. Kommen wir zum Geruch. Wir haben einen frischen, etwas zitrischen, auch gleichzeitig herben Duft, der tatsächlich nicht schlecht ist. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 70% der Inhaltsstoffe sind gut, 30% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim des Produktes. Der ist relativ einfach. Hans de Fuku wirbt hier mit einem extrem hohen Halt und einem hohen Glanz. Und wir checken jetzt, ob das wirklich der Fall ist. Meine Vorhaarfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Meine Haare wurden heute Morgen mit Shampoo und Conditioner gewaschen und sind jetzt wirklich komplett trocken. Weiter geht's mit der Konsistenz des Produktes. Wir haben hier eine wasserbasierte Pomade, die eher Gelee-artig ist. Man kann sich ungefähr vorstellen wie so ein etwas härteren Wackelpudding. Dementsprechend funktioniert das Auftragen in die Hände auch wirklich kinderleicht, ohne zu verklumpen. Das kann wirklich jeder. Kommen wir zum Styling. Ich habe das Produkt, wie vom Hersteller beschrieben und empfohlen, in meine trockene Haare eingearbeitet. Das hat erstmal ein bisschen gedauert. Ich habe dann noch einen feinen Kamm dazu genommen mit zwei Seiten. Davon habe ich erst die grobe Seite verwendet, um das Produkt auch wirklich überall in meine Haare nochmal zu verteilen. Und dann die feine Seite, um wirklich diesen Sleek-Back-Look zu kreieren und die Haare nach hinten gestriegelt. Später habe ich dann noch einen Föhn mit dazu genommen, um die Frisur so leicht anzuföhnen, damit die Frisur auch wirklich schön eintrocknet und das Produkt gut hält. Meine Nachherfrisur sah dann, nachdem ich die Haare ordentlich gestriegelt habe, wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem extremen Halt geworben. Ich muss sagen, das kann ich nicht ganz bestätigen, aber es geht schon in die richtige Richtung. Wir haben hier auf jeden Fall einen guten bis sehr guten Halt und mit dem man auch tatsächlich über den Tag verteilt sehr gut auskommt und mit dem man auch widerspenstige Haare bändigen kann. Kommen wir zum Finish. Hoher Glanz steht drauf, hoher Glanz ist drin, genauso soll es sein. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Die wasserbasierte Pomade lässt sich auch gut nur mit Wasser aus den Haaren herauswaschen, also man muss jetzt nicht zwingend ein Shampoo dazu nehmen, es geht auch nur mit Wasser. Kommen wir zum Preis. Ihr bekommt Heavy Made, die Extreme Hold und High Shine Pomade von Hans de Fuku und zwar 56 Gramm davon für umgerechnet 24 Euro. Dementsprechend haben wir hier ein befriedigendes bis gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Das Produkt ist gerade für Leute geeignet, die nach einem Sleekback Red Carpet Look Ausschau halten und so einen Sleekback Look für ihre Haare einfach favorisieren. Oder wenn du zum Beispiel einfach auf eine Abendveranstaltung eingeladen bist und diesen Look einfach kreieren möchtest mit einem hohen Schein. Du brauchst meiner Meinung nach allerdings Minimum eine normale bis mittellange Haarlänge, um wirklich das volle Potenzial aus dem Produkt und natürlich auch später aus der Frisur herauszuholen. Bei sehr kurzen Haaren wird es schwierig, bei kurzen Haaren würde es gerade vielleicht noch so gehen. Und dabei ist es egal, welchen Haartyp du hast. Die totale Punktzahl Heavy Made von Hans de Fuku bekommt 39,5 von möglichen 50 Punkten. Den Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Kreieren eures Sleek Back Red Carpet Looks.